Willkommen zu unserem Master-Rundgang. Ich möchte Sie heute in die Welt unserer namhaftesten Künstler entführen. Ob Paris Photo oder Art Basel, Künstler wie Damien Hirst, Jeff Koons oder Murakami sind dort zu Hause. Christo und Jean-Claude haben uns mit ihren Werken über Jahrzehnte begeistert. Vor einigen Jahren mussten wir uns bereits von Jean-Claude verabschieden und vor wenigen Tagen auch von Christo. Heute möchte ich Ihnen die letzte Edition von Christo vorstellen, The Webbed Globe. Diese Collage aus Foto und eingepacktem Globus ist durch seine besondere Haptik einmalig. Wir sehen einen Frauenakt, die einen Globus, die Erde, trägt, die Erde als immer wiederkehrendes Element in Christos Arbeiten. Typische Elemente von Christo sind Karton und Kreppband, genauso wie Packband. Die ganze Edition ist handgearbeitet, von Christo signiert und datiert. Die besondere Haptik wird unterstützt durch den Acrylboxrahmen, der dem Ganzen einen objekthaften Charakter verleiht. Damien Hirst dominiert bis heute die Young British Art Scene. Wer kennt nicht seinen in Formalin eingegossenen Tigerhai oder den mit Diamanten besetzten Menschenschädel? Seine Arbeiten werden immer wieder kontrovers diskutiert und er ist immer für eine Überraschung gut. In seiner Serie Cure, Heilen, sehen wir eine Tablette, die ein stark süchtiges Opiat enthält. In der Arbeit erkennt man die Nähe zu Andy Warhol in der Farbgebung und auch in der Auseinandersetzung mit alltäglichen Objekten. Wer kennt nicht Jeff Koons? Spätestens seit der Auktion 2019, in der sein silberner Rabbit für 91 Millionen Dollar den Besitzer wechselte, ist der teuerste Künstler der Welt jedem bekannt. 1986 erschuf Koons diese Ikone aus poliertem Edelstahl. Das Konzept wurde von ihm weiter fortgeführt in der Celebration-Serie, in der er Blumen und Ballontiere in Edelstahl goss. Hier sehen wir den violetten Rabbit, der mit dem Porzellanhersteller Bernardot als Edition hergestellt wurde. Zu diesem Rabbit gehört auch noch The Swan und The Monkey. Der Künstler Olafur Eliasson beschäftigt sich mit physikalischen Phänomenen in der Natur. Seine Themen sind Spiegelungen, Wasser, Licht, Bewegung. Hier sehen wir die Arbeit Svelja Landsfoss, die 1996 im Rahmen einer Fotodokumentation auf Island entstanden ist. Ausgangspunkt für seine späteren Arbeiten zum Thema Wasserfall, riesige Installationen in New York oder auch in Versailles. Diese Arbeit zeigt den Wasserfall, der einmal aufwärts fließend und einmal abwärts fließend übereinander installiert wurde. Daraus ergibt sich ein abstraktes Phänomen. Interessant ist, dass der nach oben fließende Wasserfall auch oben hängt. Mark Quinn gehört neben Künstlern wie Damien Hirst und Tracy Emin zu den Young British Artists, die in den 1990er Jahren für Furore sorgten. Die Arbeiten von Quinn befinden sich an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. Quinn arbeitet häufig mit organischen Materialien, die er mit Hilfe eines Gefrierungsprozesses zu Skulpturen verarbeitet und somit konserviert. Die Bilder dieser Werkreihe basieren auf Blütenarrangements, die der Künstler in Silikon gefrieren lässt. Diese übersetzt er in hyperrealistische Malereien, die anschließend als Vorlage für seine Edition dienen. Der Künstler Takashi Murakami ist Maler und Bildhauer. Er kombiniert klassische japanische Kunst mit Neopop. Deshalb wird sein Name auch häufig mit Damien Hirst oder Jeff Koons in einem Atemzug genannt. Er selbst nennt seine Arbeiten Superflat und gilt damit als einer der innovativsten Künstler. Obwohl seine Arbeiten verspielt wirken auf den ersten Blick, haben sie doch subversive Untertöne
und verweisen hiermit auch auf den Neopop. Diese Arbeit, Celestial Flower, ist aus dem Jahr 2020. Die britische Künstlerin und Filmemacherin Sarah Morris gehört zu den radikalsten Vertreterinnen einer formalistischen Bildsprache. Starke Farben und geometrische Formen verbindet sie zu einer eindrucksvollen Komposition. Thematisch befasst sie sich in erster Linie mit amerikanischen Metropolen. Den Arbeiten gehen gründliche Recherchen voraus. Sie besucht die jeweiligen Städte mit Fotoapparat und Videokamera. Sie spricht mit den Menschen und arbeitet ihre Eindrücke in die Bilder ein. In ihrer Origami-Serie verwandelt sie dreidimensionale Figuren in abstrakte Bildebenen und erzeugt damit eine außergewöhnliche Wirkung. Hier sehen Sie die Edition Beetle, ein 19-Farben-Siebdruck eines Käfers. Der Künstler Ralf Winkler hatte viele Pseudonyme. International bekannt geworden ist er als A.R. Penck. Er selbst bezeichnet seine Werke als Standardbilder. Er bedient sich hier der Elementarzeichnung und auch der Höhlenmalerei. Viele seiner Zeichen und Symbole zeugen von Widerstand und symbolisieren existenzielle Kämpfe. Seine häufig verwendeten Farben sind Schwarz, Rot und Grün. Diese Arbeit von 1999 ist ganz in Rot gehalten. David Drabin, in Toronto aufgewachsen, zog für sein Studium nach New York. Nach seinem erfolgreichen Abschluss 1996 erlangte er schnell hohe Reputation als internationaler Fotograf. Drabins Arbeiten wurden auf über 100 Kunstmessen gezeigt, unter anderem auf der Art Basel Miami und der Paris Photo. In seiner Serie Dreamscapes führt er uns zu den magischen Plätzen dieser Welt. Hier sehen wir auf den Eiffelturm und erleben eine Geschichte, betitelt mit Escape to Paris.